Wir schießen heute los auf eine richtig witzige Tour, nämlich, ihr werdet es kaum glauben, meine erste Bikepacking-Tour, und mit dabei sind ungefähr 15 Leute, die hauptberuflich Bikepacking machen, und von denen werden wir heute hoffentlich ein bisschen was lernen. Wir sind bei Ortlieb im Headquarter und hier sind sau viele Bikepacker, die sich mit der Materie gut auskennen. Aber jetzt fahren wir für den Overnighter zum See. Felix testet Bikes. Abonnieren! Abonnieren! Neben mir Max Riese, der gerade Dritter beim Hellenic Mountain Race geworden ist. Im Rennen, das, ich glaube, 30.000 Höhenmeter auf 9.000 Kilometer verpackt. 34.000 auf 938 Kilometer. Alter, wie geht das, Mann? Das würdest du kraxeln. Es gab halt einfach nichts Flaches. So krank. Aber da bist du auch mit dem, ist das ein Bikepacking-Rennen? Oder? Sag mal. Ja. Also ich habe 8,5 Stunden geschlafen. Alter. Aber die anderen zwei, die noch vor mir waren, haben halt 4,5 Stunden geschlafen. Ah, shit. Das macht den Unterschied. Das heißt, du kennst dich ziemlich gut aus im Schlafen. Hast du so einen Tipp für Anfänger, wie die sich ans Schlafen draußen das erste Mal so richtig rantasten sollen? Ja, draußen schlafen ist erstmal, muss man sich einen ordentlichen Ort auswählen. Also direkt neben der Hauptstraße ist wahrscheinlich nicht gut. Ja. Wenn ihr irgendwie Spuren von Bären oder Wildschweinen in der Nähe seht, würde ich mich jetzt auch nicht direkt dorthin legen. Ja. Vielleicht irgendwie, dass man einen Shelter hat, dass vielleicht irgendwie von so einer Wanderhütte irgendwie was ist, wo man sich reinlegen kann. Oder eine Bushaltestelle ist meistens ganz geil. Ja. Kirchen sind auch echt geil. Ja, und Zelte? Also Zelte würde ich jetzt auf jeden Fall mal anfangen, weil ich gehe zwar im Biwaksack, aber es ist halt nicht wirklich angenehm. Ja, ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten, die draußen mal schlafen wollen und das ausprobieren, jetzt eher so 8, 9, 10 Stunden irgendwie dann am selben Ort verbringen. Ja. Und dann geht es halt eher darum, dass man halt ein bisschen komfortabel liegt, dass es ruhig ist, geschützt ist, dass man sich sicher fühlt, dass das vom Equipment halt ja eher überdimensioniert ist als unterdimensioniert. Also irgendwie mit einem 10 Grad gerateten Schlafsack draußen schlafen kann halt schnell mal schief gehen, ne? Ja. Ja, cool. Also plant euch mehr Komfort ein, sucht euch einen schönen Ort, vielleicht, dass ihr das vorher schon wisst, da ist ein geiler Ort oder so. Kann auch ein Campingplatz sein, warum nicht? Ja. Wildcampen ist jetzt nicht so, ne? Das muss nicht jedermanns Ding sein, ist es auch nicht. Ja. Und ein Campingplatz ist geil, man kann duschen, man hat eine Toilette. Ja, mega, danke Max. Ja. Volker, hast du einen Tipp für Bikepacking-Neulinge wie mich, was man so beim ersten Mal Bikepacking unbedingt beachten soll, was dich vielleicht auch überrascht hat? Weniger Distanz einplanen, als man sonst mit dem Rad fährt. Es ist doch mit dem Gepäck, dass man vielleicht etwas langsamer unterwegs ist, und man soll auch mehr Zeit haben, um die Natur zu genießen. Also am Anfang eher Distanzen runter und ein bisschen mehr Zeit für die Natur. Stark, danke dir. Mittlerweile angekommen am Camp, und wer könnte besser helfen, das Decathlon-Zelt aufzubauen, als Wiebke Lühmann. Decathlon-Profi. Das ist sau witzig, hier sind halt echt sehr, sehr viele Leute, die hauptberuflich Bikepacking machen. Jonas, Wiebke, gut, Anke auch. Ich tu nur so. Volker macht es auch beruflich. Und was mache ich? Max da hinten ist eigentlich zu schnell zum Bikepacking. Aber natürlich hat er auch schon mal ein, zwei Mal ein Zelt aufgebaut. Und ja, von solchen Leuten kann man natürlich am meisten lernen, wenn man ein bisschen zuschaut. Und genau das machen wir jetzt. Jonas, was hast du hier für ein Gerät? Ich habe hier so ein Bibi-Zelt. Mega geil, das ist nochmal viel leichter und kleiner als so ein richtiges Zelt. Schau es mal kurz auf, ja. Das ist tatsächlich ein Biwak-Zelt, ist der Fachbegriff. Ist eigentlich schlau, weil da kannst du doch mal ein bisschen drin atmen, ne? Damit kann man atmen, das schläft man auch im Regen drinnen gut. Ist tatsächlich richtig komfortabel und ist in Deutschland auch
beim Wildzelten so semi-legal. Ein komplett. Du darfst in Deutschland nicht zelten, aber du darfst bivakieren. Genau, und das ist ja sowieso nur, ich mache ja nur eine kleine, ein Not-Power-Nap zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Genau. Aber da unten passiert nichts mehr, ne? Da bist du dann einfach. Das bleibt so, ja. Mit den Füßen. Ja. Also ein bisschen wenig Stauraum, wenn es jetzt regnet, so für Schuhe und so Sachen, aber ja. So auch für einen Overnighter oder so, oder auch mal eine Woche, ein paar Tage, wunderbar. Aber wir können ja zusammen meine Arschrakete aufmachen. Ich zeig dir mal was. Ja, was ist da drin? Ich bin ein bisschen stolz auch. Weil du so gut packst, wie wenig oder? Da drin ist und wie wenig man braucht, wenn es so schön warm ist. Du bist jetzt eine Woche unterwegs und heute ist Donnerstag. Genau. Ist Montag losgefahren. Ich muss halt waschen. Das ist mein Schlafsack. Boah, der ist aber crazy klein. Was ist das für? Echt? Der bis 10 Grad. Hä, meiner ist riesig. Das ist eigentlich komplett in meiner Arschrakete drin. Einmal Isomatte. Und statt Pullover, also ich habe jetzt keinen Pullover mit, sondern nur eine Jacke. Ja. Eine Badehose. Ah. Und ganz unten ist immer die Unterwäsche drin, weil die kann man da gut rein. Ja. Genau. Ist auch nicht dabei. Das ist alles drin. Hast du gar nicht ausgepackt? Nee, es war Zeit. Ich brauche gleich zwei Kameras, ich muss dich gerne auffilmen. Aber ich bin froh, dass dieses Gestänge auch dabei ist, weil ich war jetzt nicht mehr ganz sicher. Da sind Heringe dabei, ja, nein. Sehr gut. Genau. Was hast du alles dabei? Wir haben so eine Nacht- und Nebelaktion gepackt. Hier ist jetzt ein Schlafsack drin. Der ist riesig im Vergleich zu deinem aus irgendeinem Grund. Bin mal gespannt, wie warm der ist. Würde ich jetzt schon mal dahin legen. Ist der gut? Kennst du ihn? Ja, nö, kenn ich nicht, aber sieht gut aus. Hä, hey, warum nicht? Was ist denn damit? Pass auf, und hier ist das Zelt. Der ist halt wärmer. Ja, der ist bis 10 Grad. Ist geil. Ja, und hier ist das Zelt. Perfekt. Ich habe mir das Wiebke Lühmann Decathlon Zelt gekauft. Nice. Ja, das ist gut. Dann habe ich noch einen Pulli dabei. Kriegt man auch normalerweise gut in die Lenkerrolle. Also wenn du eine normale Lenkerrolle hättest. Ja, in der Lenkerrolle habe ich auch noch Zeug da drin. Hast du mir was gefunden, was du einpacken kannst? Mal schauen. Eine Cap. Wichtig für den Style. Eine Hose, auch wichtig für den Style. Wechselakku. Die ist auch sehr sauber. Stimmt. Handtuch aus irgendeinem Grund. Seitenbacherie. Hey, da hast du doch dein Badezeug. Nee, ich habe kein Badezeug dabei. Autoschlüssel jetzt noch da. Autoschlüssel. Ja, das war's. Cool. Ich versuche möglichst effizient zu packen. Und hier in der Mitte habe ich dann noch so... Hier kannst du noch was lernen, Volker. Hier in der Mitte habe ich noch eine Regenweste, falls es halt abends ein bisschen kälter wird. Das ist eine Windweste. Ach so. Gut, dass du sagst, weil ich habe so manchmal Regen. Eine Luftpumpe natürlich. also so. Das ist Unterhaltung für alle. Schlauch. Ja. Ich komme mir so vor wie so ein Anfänger, der halt alles falsch gemacht hat. Cool. Und hier, was ist das? Isomatte. Isomatte, genau. Die habe ich mir auch noch gegönnt. Und ich habe ein Kopfkissen dabei. Oh, das ist gut. Hast du keins dabei? Ja. Ich vermisse es immer. Ich muss mir mal eins kaufen. Ich habe aber einen Trip bekommen. Also, hier sind noch Zahnbürste. Ist das so eine Zahnbürste? Toiletteries. Ja, was ist das? Die gibt es manchmal, wenn du so fliegst, dann kriegst du die, wenn du geil. So ich muss mir eine bekommen. Ja, cool. Und ja, jetzt bauen wir das Ganze auf, oder? Ja, let's go. Du zeigst mir, wie es geht. Genau. Das ist das Innenzelt und das baut man zuerst auf? Genau. Ja, super. Okay. Das auch. Aber da gibt es doch auch eine schlaue Schrägrichtung, so dass es halt nicht rausgezogen wird, je nachdem, wenn der Sturm kommt. Das ist krass langsam. Wahrscheinlich haben 1000 Leute noch 1000 Kommentare, wie ich es noch besser machen kann. Weißt du? So, Essen. It's a wrap. It's a wrap. It's a tent. It's a wrap. Das schaut doch noch was aus. Super. Ist gut. Feierabend. Und Rainer. Die erste Nacht im Zelt war schon echt, ich habe das, bevor ich mich lange auch gedrückt habe, aber es ist alles gar nicht so wild. Es hat gut funktioniert, ich habe mega gut geschlafen, die Luftmatratze ist weich genug, das Kopfkissen war auch komfortabel,
Der Schlafsack ist für 10 Grad ausgerichtet, da habe ich jetzt ein bisschen in den Beinen gefroren. Das ist so ein Learning. Und dann bauen wir das ganze Zelt wieder ab und dann schauen wir mal, was der heutige Tag noch so bringt. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt aufs Radlfahren und dann Frühstück. So, everybody ready? Yes. Then let's go. Moin. Gunnar. Und? Warst du schon mal Bikepacken? Ja. Ich glaube, einmal ist mir das schon passiert, per Accident. Hast du einen guten Bikepacking-Tipp für Einsteiger? Ja, machen. Ja. Einfach machen. Zeug nehmen, in den Keller gehen, machen. Kein zu großes Ziel, nicht zu große Erwartungen, sondern einfach locker losmachen und danach nachjustieren. Aber erst die Kultur und erst das Machen, dann der Konsum. Sehr geil. Danke dir. Sehr schön, ich muss weiter. You got the white knuckles on all the time. Keep your fingers bottled up inside. Hey, jetzt nach der Radeltour sind wir wieder in den heiligen Hallen bei Ortlieb, haben wieder mal weitere Fertigungsschritte angeschaut, schweißen auch selber ein bisschen was. Und hier sieht man jetzt, ich habe einen kaputten Rucksack mitgenommen und da ist mir eine Schnalle abgerissen und den repariert die Olga gerade. Hier hinten, sie punten Schnelle. Und was viele nicht wissen, Ortlieb repariert alles hier in Heilsbronn in Deutschland. Also auch hier zahlt die Qualität aus. Cool. Oh, vielen Dank, Olga. Ortlieb hat ein paar Markenbotschafter und einige Sportler eingeladen nach Heilsbronn in deren Hauptquartier. Das ist in der Nähe von Nürnberg. Und dort haben wir dann nicht nur die Produktion angeschaut, den Overnighter gemacht, sondern auch viele Produkte, neue Produkte angeschaut. Hier sieht man zum Beispiel die ersten Produkte, die Hartmut Ortlieb vor über 40 Jahren mittlerweile entwickelt hat. Und wie nah manche von den neuen Taschen an die ersten Taschen rankommen, das ist schon erstaunlich. Damit wir das Ganze natürlich noch ein bisschen besser verinnerlichen und nicht nur zuschauen, haben wir das Ganze dann auch nochmal selber ausprobiert. Wir haben einen kleinen Beutel selber fertigen dürfen und schweißen dürfen mit Chris, der das Ganze hier in Prototypenarbeit macht. Anke ist bereits dabei, das Logo aufzubügeln. Das ist der Moment. Und schließlich näht Chris hier noch den finalen Gurt an die Tasche. Und diese Tasche darf ich mit nach Hause nehmen. Eine tolle Erinnerung für ein unvergessliches Wochenende. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ich werde Bikepacking jetzt auch öfters ausprobieren. Es hat Spaß gemacht. Und auch die Führung bei Ortlieb war mega interessant. Wir haben jetzt gerade noch einen Beutel selber gefertigt. Und ja. Wenn ihr Bock auf weitere Videos habt, gerne dabei bleiben und bis zum nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis bald. Ciao.